Shalom Aleichem, wir befinden uns in einer Matzeva, auf einem Grab von einer sehr besonderen Frau, Doris Adler. Doris Adler war die Sekretärin und zuständig auch für Kultur und Organisation in die Synagoge und Tag die Kultur in Frankfurt jahrelang. Und Doris Adler ist leider viel zu früh gestorben von einer schlimmen, unangenehmen Krankheit. Die Doris Adler behalte ich in guten Erinnerungen. Sie hat gemacht auch Besucher in die Synagogen. Sie hat geführt und viele Menschen in Deutschland gezeigt eine nette, feine, elegante Brücke zu unserem Glaube. Sie hat das jüdische Volk in eine sehr schöne und feine Art präsentiert. Und sie ist eine Matana, so wie sagt man Doron, Doris. Doronia ist eine Matana, ist ein Geschenk. Und die Doris Adler, hier war sie ein Geschenk und im Himmel geht sie wie eine Adler. Frau Adler, du bleibst in Erinnerung, deine guten Taten, die hast du getan, werden nie verschwunden. Wenn ein Mensch tut was Gutes hier in dieser Welt, es die Früchte isst man auch im Himmel. Lechi b'shalom.